Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei Beepart Gaming und willkommen zu einem weiteren FIFA 20 Tutorial. Diesmal geht es um die neuen Freistöße, ein komplett überarbeitetes System, und in diesem Video erkläre ich genau dieses System, wie die einzelnen Schritte dafür aussehen und dann auch wie die einzelnen Freistoßvarianten funktionieren. Bevor wir damit anfangen, zunächst mal danke an EA und auch das Game Changer Network, dass wir bereits FIFA 20 aufzeichnen durften. Und in diesem Video geht es um die Grundlagen von Freistößen. Und zu den einzelnen Varianten wird es dann nochmal detailliertere Videos geben, aus welcher Position, mit welchem Schützen sie am besten funktionieren. Das gibt es dann auf dem The Guide-Kanal, unserem internationalen Kanal. Könnt ihr jetzt rechts oben draufklicken, um dahin zu kommen. Und auch das ganze Video ist in diesem entsprechenden Design. Wenn euch das Video hier gefällt, das Tutorial-Video, wenn es euch weiterhilft, dann abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert auch die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann noch zuletzt der Hinweis: zu FIFA 20 bieten wir auch weiterhin privates Coaching an. Der Link zu unserer Webseite dafür ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr dann privates Coaching von Pros, Top 100 oder auch Elite-Spielern buchen. Und das hilft euch, euch gezielt und individuell zu verbessern und auch beim optimalen Start in FIFA Ultimate Team. Und jetzt fangen wir an mit dem Tutorial. Zunächst einmal sollte man sicherstellen, dass man mit dem richtigen Schützen den Freistoß schießt. Dafür drückt man die R2 oder auch RT-Taste und dann in diesem Menü kann man den Schützen auswählen. Die wichtigsten Attribute sind Schusskraft, Freistoßgenauigkeit und auch Effet. Die Wichtigkeit dieser Attribute verändert sich je nachdem, welche Freistoßvariante man nimmt. In FIFA 19 konnte man auch relativ frei auswählen, mit welchem Anlauf man den Freistoß nimmt. In FIFA 20 gibt es jetzt drei festgeschriebene Anläufe. Einmal den normalen Anlauf, dann einen sehr geraden Anlauf und dann noch einen Anlauf sehr von der Seite. Und wir erklären dann später, welcher Anlauf für welche Variante geeignet ist. Und wechseln tut man zwischen diesen drei Positionen über den rechten Stick, indem man ihn nach links oder nach rechts drückt. Und dabei aufpassen, dass man nicht nach unten kommt, denn dadurch beginnt der Schütze schon bereits mit dem Freistoß. In FIFA 20 hat man einen Indikator, wohin man zielt. Dabei ist super wichtig, dahin zielt man, wenn der Ball keinen Spin oder auch keinen Effet hat. Das heißt, wenn man dann Spin und auch Effet dem Ball hinzufügt, dann muss man das berücksichtigen, zum Beispiel, dass man neben das Tor zielt. Wenn man weiß, wo man hinschießen möchte, bestimmt man als nächstes die Kraft des Freistoßes, dafür die Schusstaste drücken und je länger man sie hält, desto kräftiger wird der Schuss. Man erhöht dadurch aber auch die Streuung des Freistoßes. Das wird über diese weiße Fläche um den Indikator herum gezeigt und je kräftiger der Schuss, desto größer die Streuung. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich die größte Veränderung, denn man kann über das Schwingen mit dem rechten Stick den Ball, nachdem man den Freistoß und die Kraft aufgeladen hat, Spin hinzufügen. Da gibt es drei Hauptvarianten: Topspin, Sidespin und Knuckleball, und wie die genau funktionieren, wird dann im zweiten Teil des Videos erklärt. Wenn man mit dem rechten Stick Spin hinzufügt, muss man vor allem auf zwei Dinge achten. Einmal geht es um eine ganz saubere Ausführung. Zum Beispiel für einen Topspin muss man den rechten Stick von unten nach oben bewegen und der ist am besten, wenn man wirklich den Stick in einer geraden Linie bewegt. Und das wird schwerer, wenn man auch den zweiten Faktor berücksichtigen möchte, nämlich die Geschwindigkeit, mit der man den rechten Stick bewegt, ist auch entscheidend. Je schneller man das macht, desto mehr Spin fügt man den Ball hinzu. Wie gut einem das letztendlich dann gelungen ist, zeigt einem auch der Indikator, nämlich nachdem man mit dem rechten Stick den Spin eingegeben hat, verändert sich der Indikator und zeigt an, wie der Ball jetzt Spin bekommen hat. Wir haben bereits über die Streuung beim Freistoß gesprochen, die sieht man anhand der weißen Fläche um den Indikator und das können wir nochmal verringern, indem wir ein Time Finishing machen. Das kennen wir bereits aus FIFA 19, man muss die Schusstaste ein zweites Mal drücken und das Timing ist hierfür entscheidend. Man drückt es im besten Fall, wenn der Schütze den Ball mit seinem Fuß berührt und es gibt vier verschiedene Ergebnisse: rot, gelb, grün oder weiß, und grün ist das Beste und verringert die Varianz oder die Streuung am meisten. Das Time Finishing ist aber auch optional, das heißt, wenn man die Schusstaste nicht noch ein zweites Mal drückt, dann wird der Freistoß ohne Time Finishing geschossen. Das Ganze nochmal kurz zusammengefasst: man wählt den Schützen aus und bestimmt den Anlauf. Danach zielt man mit dem Indikator, lädt den Schuss auf, fügt mit dem rechten Stick Spin hinzu und wenn man möchte, kann man dann noch ein Time Finishing machen. Und wenn alles geklappt hat, dann kann man sich über einen richtig schönen Freistoßtreffer freuen. Für den Topspin-Freistoß muss man den rechten Stick von unten nach oben führen. Und bei dieser Art von Spin verliert der Ball sehr schnell an Höhe. Das heißt, man kann hier mit dem Indikator über das Tor zielen und generell mit dieser Art von Freistoß auch direkt über die Mauer schießen. Für den Topspin-Freistoß nimmt man am besten den normalen oder den geraden Anlauf.
Ein seitlich angeschnittener Freistoß geht auch, indem man den Rechtsstick von unten nach oben führt, aber in dem Fall an der Seite entlang. Ob man es links oder rechts rum macht, hängt davon ab, was der starke Fuß von dem Schützen ist. Bei einem Rechtsfuß führt man den Stick rechts herum und bei einem Linksfuß links herum. Mit dieser Art und Weise erhöht man den natürlichen Effet, den der Schütze normalerweise gibt. Das bedeutet, man muss entweder links oder rechts von dem eigentlichen Ziel zielen. Von dieser Art von Freistoß empfehlen wir den normalen Anlauf oder den Anlauf von der Seite, um noch mehr Schnitt zu geben. Man kann auch einen seitlich angeschnittenen Freistoß mit der Außenseite des Fußes schießen. Dann ist es genau andersrum, auf welcher Seite man den rechten Stick langführen muss. In dieser Situation ist Messi ein Linksfuß und ich führe den rechten Stick rechts herum und damit gebe ich den Ball Außenschnitt. Für diese Art von Freistoß ist am besten der ganz gerade Anlauf der beste. Der Knuckleball ist wahrscheinlich die schwerste Freistoßvariante, denn hier muss man den rechten Stick von unten nach oben und dann wieder nach unten führen, muss aber dabei aufpassen, dass man ihn nicht seitlich bewegt, weil dann fügt man Spin hinzu und genau das möchte man vermeiden. Außerdem muss man sehr schnell mit der Eingabe sein, weil irgendwann wird die Eingabe gesperrt und dann hat man nur Topspin hinzugefügt. Wenn man alles richtig gemacht hat, sieht man am Indikator, wie er zunächst Topspin anzeigt und danach wieder in die neutrale Position geht. Das heißt, der Ball hat keinen Spin und entsprechend kann man dann auch mit dem Indikator genau dahin zielen, wo man hinschießen möchte. Die Knuckleball-Variante geht am besten mit dem normalen oder dem besonders geraden Anlauf. Man kann in FIFA 20 auch flache Freistöße schießen, zum Beispiel unter der Mauer durch, und dafür muss man einfach nur mit dem Indikator flach zielen. Und dann wird das automatisch vom Spiel entsprechend als eine flache Variante umgesetzt. In unseren ersten Versuchen haben wir es nicht hinbekommen, dann auch noch diesen Varianten Spin hinzuzufügen, aber es kann sein, dass es dort noch Möglichkeiten gibt. Das waren die Grundlagen zu den neuen Freistößen. Im Hintergrund seht ihr auch nochmal ein Beispiel mit einem gemischten Spin und das zeigt, was da alles möglich ist, aber dazu müssen wir auch einfach nochmal mehr Erfahrungswerte generieren. Was ist euer Eindruck von den neuen Freistößen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, da ist jede Menge möglich. Und wenn das Video für euch hilfreich war und interessant war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Damit helft ihr uns weiter und das wisst ihr sehr, sehr zu schätzen. Das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.